Personalausweis, bitte. Wie bitte? Ihren Personalausweis. Was ist das? Das wissen Sie doch. Sie müssen im Besitz eines Ausweises sein und ständig bei sich tragen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin da, das genügt doch. Aber irgendwo müssen Sie doch zuständig sein. Ich komme von einem anderen Stern. Wo kommen Sie her? Von oben. Der Nächste, bitte. Herr Inspektor. Was wollen Sie denn hier? Ein Sonderfall, Herr Inspektor. Der Arrestant, ich wollte sagen, dieser Herr ist nicht registriert. Er hat keine Papiere. Keine Papiere? Gibt's ja gar nicht. Nehmen Sie ein Protokoll auf, hier legen einen Akt an. Wie soll der Akt heißen, Herr Inspektor? Ihr Name? Wie heißen Sie? Warum? Wie Sie heißen, will ich wissen. Bei uns, da heißt man nicht, da ist man. Sie verweigern also die Aussage? Ich verweigere gar nichts. Wozu denn? Sie! Machen Sie keine Witze! Meinen Sie, ich habe Sie nicht längst durchschaut? Sie sind ein Staatenloser. Was ist los? Wissen Sie, was das bedeutet? Ein Staatenloser? Keine Ahnung. Dass Sie nichts sind, solange ich Sie nicht von Amts wegen registrieren lasse. Na schön, dann registrieren Sie mich eben. Wissen Sie überhaupt, wo Sie sich befinden? Besonders hübsch ist es nicht bei Ihnen. Herr, Sie sind nicht bei mir, Sie sind im Amt. Der Fall gehört von höherer Instanz. Führen Sie den Mann dem Herrn Kanzleirat vor. Und wie soll der Akt heißen? Herr Inspektor! Der Herr. Vom anderen Stern. Hallo! Ach. Seien Sie vorsichtig. Je höher es hinaufgeht, desto halsbrecherischer wird die Sache. Ja, ist denn das Leben so gefährlich hier bei euch? Ach. Wenn Sie wüssten. Weiter. Wir dürfen Herrn Kanzleirat nicht länger warten lassen. Toilette von Ihnen. Was machen Sie hier? Ich warte. Warten ist gut. Sie sind ja ein Tausend, Sascha. Durch geistige Konzentration reisen Sie von Stern zu Stern. Teufel, Sie armer Irrer. Man kann eben die Materie durch den Geist beherrschen. Das wissen wir auch. Ja, wissen. Oh, aber können. Darauf kommt's an, mein Lieber. Kanzleirat, bitte. Wie? Man redet mich mit Herr Kanzleirat an. Ach so, ja, die Leute haben ja hier alle noch Namen. Kanzleirat ist kein Name, sondern ein Titel. Auch bezeichnet man Beamte des gehobenen mittleren Dienstes nicht mit Leute. Na, Sie werden das noch lernen. Ich glaube kaum. Ich muss ja weiter. Wohin? Zu einem Planetenbewohnerkongress im Andromeda nehmen. Na. Und wie kommen Sie auf unsere gute alte Erde? Tja, Panne, mein Lieber. Wie ich in Ihre Nähe kam, ließ die Konzentration nach. Aha. Klappt also noch nicht ganz der Laden. Na, ist nur halb so schlimm. Nur 2 Stunden absolute Ruhe und stärkste Konzentration. Dann kann ich weiter. Also. 2 Stunden Zeit und absolute Ruhe brauchen Sie, um von dieser Erde wieder... Das wäre meiner Meinung nach die beste Lösung. Sicher. Aber dieser Fall übersteigt meine Kompetenz. Nummer 17. Alles mit angehört. Ich habe es drüben gleich auf Band genommen. Was sagen Sie dazu? Es ist entweder ein Verbrecher oder ein Genie. Beides gleich gefährlich für den Staat. Somit verweise ich diesen Menschen an die nächste höhere Instanz. Und wer ist das bitte? Der Herr Minister. Schön. Also? Gehen wir zum Herrn Minister.
Akten sofort vervollständigen und ins Sekretariat des Herrn Ministers. Halten Sie das für möglich? Ich meine diese Sache mit dem anderen Stern und der geistigen Konzentration und so weiter. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schule weiß. Kommen Sie mir erst mit Hamlet. Na, seien Sie mal 40 Jahre lang bei der geheimen Polizei, dann werden Sie erfahren, alles Mögliche ist unmöglich und alles Unmögliche ist möglich. Dann könnte der Kerl, wenn man ihn laufen ließe, die ganze Welt umkrempeln. Zumindestens unter Staat. 17, schalten Sie sich ein. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Einen Menschen bewachen, der sich jederzeit in nichts auflösen kann, das kostet Nerven. Nervöser Detektiv, das habe ich gern. Ich bin kein Detektiv. Ich bin Leiter des Ressorts für gegnerische Weltanschauung. Für mich sind Sie Nummer 17. Der Minister wird Sie persönlich haftbar machen. Das ist die höchste Instanz. Von da geht's nur noch ins Gefängnis. Warten wir es ab. Ich warte. Ohne Polizei! Reizendes Echo. Darf ich auch mal? Ja? Ohne Polizei! Polizei! Raus! Zur Sache, wenn ich bitten darf. Ich habe leider wenig Zeit. Ich brauche nur 2 Stunden, dann sind Sie mich los. Ja, ich weiß. Ich kenne Ihren Akt. Ich neige zu der Ansicht, dass Sie ein außerordentlicher Mensch sind. Bitte keine Komplimente. Bei mir zu Hause falle ich gar nicht auf. Das ist kein Kompliment. Außerordentliche Leute haben keinen Platz auf unserem Planeten. Ich rate Ihnen also, ordnen Sie sich ein in unsere Welt. Bei uns, da ist das alles anders. Sie meinen besser? Nein, anders. Sehen Sie? Und gerade das Andersartige ist immer das Bedrohliche. Haben Sie Angst vor mir? Nicht ich, mein Lieber. Aber ich repräsentiere den Staat. Und der Staat tut gut daran, vor Ihnen Angst zu haben. Dann lassen Sie mir noch 2 Stunden Zeit zu verschwinden. Wer garantiert mir? Sie 2 Stunden Zeit nicht benutzen, um die Fundamente unserer Gesellschaftsordnung ins Wanken zu bringen. Sperren Sie mich doch einfach ein. Ohne Grund können wir Sie nicht einsperren lassen. An diese Konvention sind wir gebunden, leider. Ich wiederhole Ihnen deshalb, ordnen Sie sich ein in unsere Welt. Solange Sie das nicht tun, werde ich Sie überwachen lassen. Und Sie glauben, dass ich mich dann anpasse und meinen Stern vergesse? Machen wir kurz einen Prozess. Sie bekommen zunächst von mir einen Ausweis. Ohne Namen sind Sie bei uns gar nicht existent. Vorname? Heinrich, ja? Passt Ihnen das? Reizend. Familienname? Vom Stern. Der Logik wegen. Oh, trifft den Schwarze. Geboren? Wann Sie wollen. Geburtsort? Wo Sie wollen. Staatsangehörigkeit? Wie Sie wollen. So? Und nun ist alles getan, was für einen Menschen getan werden kann. Ach, und was kann das sein? Sie haben einen Namen, Sie sind registriert. Vor allem aber, Sie haben ein Vaterland. Wir wissen wohl gar nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Nur wer ein Vaterland hat, weiß, wofür er leben, arbeiten, kämpfen und sterben kann. Auch lieben? In gewissen Grenzen. Aha. Vor allem sterben. Die Ehre für das Vaterland zu sterben, ist jeder anderen Ehre vorzuziehen. Das sind auf unserem Stern nur mehr Erinnerungen. Ja, haben Sie denn nicht gedient? Was bedeutet das? Das werden Sie bestimmt noch lernen. Und jetzt werde ich Ihnen Ihren Ausweis persönlich unterzeichnen. Verstehen Sie? Persönlich. Die Sache bleibt natürlich unter uns. So. Hier, bitte. Danke. Bin schon bedient. Bleiben Sie dem Mann hart auf den Fersen. Hängen Sie den Fall nicht an die große Glocke. Der Mann ist ja im höchsten Grade staatsgefährdet.
So. Na nun? Harry. Tja, legen Sie sich mal auf den Tisch. So, Moment mal, ganz locker lassen, ja? Also spannen Sie mich nicht auf die Folter. Einatmen, Luft anhalten, ausatmen. Aha, sehen Sie, da haben wir es ja. Stark druckempfindlich. Galle, Leber, Milz sind bei Ihnen die besonders gefährdeten Organe. Na, was soll ich denn nun machen? Tja, was machen wir nun mit Ihnen? Rezepte, Gifte, Mittelchen, alles Unsinn. Was Sie brauchen, ist Ruhe. Sie brauchen mal ein kleines Häuschen außen auf dem Land. Wir haben einen kleinen Gärtchen. Eben, einen kleinen Seechen, ne? Ach, zum Angeln. So ist es, kein Kasernchen. Nee. Hier wie rumschreien, rumexerzieren. Das ist ein Kotzen. Eben, das ist es, für Sie der reine Selbstmord. Ja. Kommen Sie runter. Denn Sie wissen ja, mein Lieber, ob Sie nun andere anbrüllen oder sich von anderen anbrüllen lassen, in beiden Fällen kann man nicht gesund und aufrecht bleiben. Wollen Sie sich hier tot ärgern? Nee, denke nicht dran. Ich rate Ihnen, lassen Sie sich pensionieren. Haben Sie noch ein paar Jährchen vor sich. Ja, kann ich endlich mal Mensch sein. Wie machen Sie denn das? Tja, ich... Na.